Mit Ruhe, mit Entspannung und vor allen Dingen mit richtig gutem Wohlbefinden geht es jetzt weiter hier bei Pearl TV, liebe Zuschauer. Und Sie haben es wahrscheinlich gleich schon direkt zur Kenntnis genommen. Natürlich habe ich bereits Platz nehmen dürfen in unserem fantastischen Massagesessel, den Sie bestimmt schon das ein oder andere Mal bei uns gesehen haben und bestimmt schon hier und da darüber nachgedacht haben, sich das Teil einfach mal nach Hause zu bestellen. Tun Sie es, denn Sie werden hier eine professionelle Massage erleben, wie Sie es wahrscheinlich noch von keinem professionellen Masseur in der Vergangenheit jemals erlebt haben. Und das Schöne ist für mich heute persönlich eine Premiere. Ich darf Ihnen nämlich eine sehr geschätzte Kollegin von mir vorstellen, die mich sehr charmant durch die Sendung begleiten wird. Caroline Beil ist bei mir im Studio. Recht herzlich Hallo. Willkommen, Caroline. Na, ich freue mich, dass du da bist. Hier zu sein. Besonders Caroline, in diesem schönen Sessel zu sitzen. Das ist ein Highlight, oder? Du hast den Sessel schon mal vor einigen Wochen mit dem Kai vorgestellt. Mhm. Wie ist jetzt so im Nachhinein, nach einigen Tagen Abstand, das Gefühl zu diesem Sessel? Na, lass es mich mal so sagen. Ich bin froh, dass ich jetzt hier wieder sitzen darf. Es ist so schön. Es ist einfach, Das ist so eine Entspannung, die man, die kannte ich bisher noch nicht. Also auch, ich lasse mich wirklich gerne massieren und oft massieren. Aber sich in so einen schönen Sessel zu setzen und wirklich von Kopf bis Fuß, und das ist ja, das wusste ich nicht, dass es sowas überhaupt gibt. Ja. Da werden die Füße massiert, der Nacken wird massiert, die Arme. Es wird einfach alles durchgewalkt und man liegt hier bequem und kuschelt sich ein. Also das ist ein Vergnügen. Das Stichwort bequem möchte ich gerade mal aufgreifen. Unabhängig davon, dass er wirklich auch fantastisch aussieht. Wir haben ihn ja in zwei verschiedenen Farben. Im Schwarzen hast du Platz genommen. Ich sitze in dem beigefarbenen oder in dem schönen Champagnerfarbenen. Haben wir natürlich hier genau die von dir bereits angesprochenen Massagetechniken. Wie oft lässt du dich so ungefähr massieren? Kann man das sagen? So im Monatsdurchschnitt? Ja, ein paar Mal im Monat. Ja. Hat das Gründe? Hast du körperliche Beeinträchtigungen? Nee, das habe ich jetzt nicht, aber du, ich führe einen Haushalt, ich habe ein kleines Kind, ich schleppe Tüten vom Supermarkt nach Hause und ich bin irgendwie ständig in Action und treibe auch viel Sport und manchmal einfach habe ich irgendwie Rückenverspannung oder was ich auch ganz gerne mache. Ich lasse mir einfach die Füße und Beine massieren. Das ist auch so schön. Ja, mit dem Fußbad und so. Gerade die Mütter werden das sicherlich nachvollziehen können. Da hat der Tag 24 Stunden und da hat man auch nicht unbedingt immer die Zeit, dann gleichzeitig auch noch einen Masseur aufzusuchen, Termin vereinbaren, hinfahren natürlich zum Teil mitten im Berufsverkehr. Das sind alles Faktoren, die da ebenfalls noch eine Rolle spielen. Diesen Luxus hier, liebe Zuschauer, den genießen Sie, wann immer Sie das möchten. Solange Sie das möchten, in einer Intensität, die Ihrem ganz persönlichen körperlichen Zustand entspricht. Und glauben Sie mir eins, wenn Sie einmal Platz genommen haben und ein einziges Mal auf diesen kleinen roten Knopf auf diesem übersichtlichen Display gedrückt haben, wenn Sie genau das Gleiche sagen wie ich oder natürlich auch wie die Caroline, das ist Luxus vom Allerfeinsten. Dir möchte ich den Luxus auch gönnen, Caroline. Und jetzt möchte ich Sie bitten, mal ganz kurz auf diesen etwas größeren roten Knopf zu drücken, denn dann geht die Entspannung auch schon richtig los. Und dann kann man sich auch mal anschauen, wie der Sessel jetzt tatsächlich anfängt zu arbeiten. Das bedeutet, Sie werden natürlich erst einmal hier von einem gewissen Programm gescannt. Es gibt unterschiedliche Körpermaße. Der eine Mann ist 1,90 Meter groß, die nächste Frau ist 1,60 Meter oder mit 1,60 Meter deutlich kleiner. Und dann wird natürlich erstmal Ihr Körper gescannt. Das heißt, genau vom Sessel überprüft, wo befinden sich denn eigentlich die Muskelgruppen, wo ist genau die Wirbelsäule zu finden. Und das braucht die Maschine auch, um wirklich präzise in die eigentlichen Massagetechniken mit einzusteigen. Ja, das merke ich jetzt richtig. Ich liege ja hier und jetzt merke ich, wie diese, diese Massagerollen jetzt richtig meinen Rücken lang gehen, jetzt in meinem Nacken sind. Ach, das ist so schön. Oh. Jetzt geht die Entspannung auch schon richtig los. Man sieht das immer sehr schön. Das ist für mich auch mal sehr interessant, mal aus der Entfernung ein Stück weit zu beobachten, dass natürlich erstmal der Scan-Vorgang läuft. Das dauert ein paar Sekunden, vielleicht 15, 20 Sekunden. Und wenn die Maschine dann austariert ist, so nennt man das in der Fachsprache, dann geht die eigentliche Massage los. Und genau das ist es, was die Caroline gerade angesprochen hat. Das ist für mich persönlich der erste und ganz besondere Gänsehautmoment des Tages. Ich habe Gänsehaut vom Ohrläppchen bis zum dicken Zeh runter, wenn hier die Massage einsetzt. Wie sieht's bei dir aus? Du, es ist ja, also ich kann, glaube ich, gar nicht reden. Also es ist, ach, das ist so schön, weil die Arme werden massiert, die Füße werden massiert, die Waden, mein Nacken, also alles gleichzeitig. Das ist so angenehm. Eigentlich möchte ich nur noch die Augen zumachen und hier den ganzen Tag liegen bleiben. Geht das?
das wäre schön, habe ich mir auch schon ein paar Mal gedacht. Ganz ehrlich, ich bin auch schon in 2, 3 Sendungen so kurz davor gewesen, einzuschlafen. Aber genau das ist doch die Entspannung, genau das ist die Erholung, die man nach einem anstrengenden Tag braucht. Egal, ob Sie berufstätig sind und 8, 9 Stunden von einem Termin zum nächsten hetzen, wie die Caroline als Mutter natürlich auch nochmal andere Aufgaben hat. Man ist ja nicht nur körperlich dabei, man ist auch psychisch permanent irgendwo beansprucht. Da ist es doch genau die Entspannung, die man haben möchte für den Abend, beziehungsweise auch über den ganzen Tag verteilt. Denn der Sessel gehört ja Ihnen, er steht bei Ihnen im Wohnzimmer. Das heißt, Sie drücken ein kleines Knöpfchen und schon geht es los. Caroline, wir sprechen von einer 3D-Massage. Hast du schon mal einen Massagesessel an anderer Stelle, vielleicht mit einer ähnlichen Technik, genießen dürfen? Was ich sonst schon mal kennengelernt habe, sind diese Sitzauflagen, ja, ne, die es manchmal so gibt, aber das ist dann quasi nur so für den Rücken und da gibt es dann so 2 Rollen und die gehen dann einfach die Wirbelsäule so hoch, ja, und runter. Genau. Aber dieses wundervolle Erlebnis hier, das habe ich natürlich noch nie irgendwo kennengelernt. Also das ist ja ganz, also das, ich meine, das kann man sich als Zuschauer wirklich gar nicht vorstellen. Es wird alles massiert. Man liegt in diesem schönen Sessel, der ja auch noch so toll verarbeitet ist. Mhm. Der ist ja auch noch bildschön. Also wenn man sich sowas ins Wohnzimmer stellt, dann hat man da ja richtig ein Luxusobjekt stehen. Das, ja, ist ja, ne? Das ist ja richtig eine Zierde. Also ich würde mir diesen beigefarbenen, den würde ich mir, glaube ich, kaufen. Das ist genau der Punkt. Den finde ich sehr elegant. Wir haben viele Kunden, die sagen, Mensch, bei mir steht sowieso in diesem Jahr oder innerhalb der nächsten paar Wochen die Anschaffung eines neuen Fernsehmöbels an. Und wenn man sich heutzutage auch mal anschaut, was ein ganz normaler lederbezogener Fernsehsessel kostet, dann ist man also ohne weiteres schon sehr schnell in diesem Preisgefüge angekommen. Das Thema 3D-Massage möchte ich ganz gerne an dieser Stelle nochmal aufgreifen, denn das ist für diesen Preis an anderer Stelle völlig undenkbar. Und glauben Sie mir, ich habe mehr als einmal nachgefragt beim Hersteller, weil ich den Preis ehrlich gesagt auch nicht wirklich glauben konnte. Es kam mir also deutlich zu gering vor. Deswegen habe ich mich vergewissert, ob das tatsächlich auch der richtige Preis ist. Und auch der Hersteller sagte, normalerweise sind das Sessel, die mit dieser Technik ausgestattet, gut und gerne schnell mal bei 5.000, 5.500 oder 6.000 Euro liegen können. Gerne auch mal etwas höher angesetzt. Und vor allen Dingen ist hier ganz klar ein Unterschied erkennbar, nicht nur von der Optik her, sondern auch von der Massagetechnik her, denn wir reden hier von einer sogenannten dreidimensionalen Massage. Und Caroline, du hast es gerade schon kurz angesprochen. Es gibt viele Massageauflagen, da sind auch Rollen drin verbaut, die fahren dann nach oben und nach unten und nach rechts und nach links. Und man hat als Mensch das Gefühl, so eine Art Massage zu genießen, was in den ersten Grundzügen sicherlich auch den Tatsachen entspricht. Hier kommt noch eine dritte Achse mit dazu. Und das bedeutet, die Massagerollen gehen ausgesprochen präzise, nicht nur rauf und runter, nach rechts und links, sondern eben auch nach vorne und nach hinten. Und das simuliert quasi genau die Bewegung, die ein Masseur, ein professioneller Masseur mit kräftigen, mit gut ausgebildeten Händen natürlich ebenfalls an ihrem Körper hinbekommt. Wobei ich gerade hier bei diesem Sessel immer das Gefühl habe, ich werde hier nicht nur von einem Masseur verwöhnt. Ich bin fast versucht zu sagen, hier sind gleich 3 oder 4 an dieser Wahnsinnsmassage beteiligt, oder? Das ist so schön. Vor allen Dingen diese Fußmassage und die Waden werden richtig massiert und eben gerade gab es eine Klopfmassage an den Schultern. Da wird man so richtig, richtig weich geklopft und fühlt sich so entspannt. Also wenn man so einen Film guckt, ich glaube, dann möchte man, also ich glaube, ich würde hier gar nicht mehr aufstehen. Also wenn wir jetzt von einem 2-Stunden-Film sprechen, wie lange würdest du ungefähr durchhalten? Ich gebe mir ungefähr 20 Minuten. Ja, wahrscheinlich. Ja. Also es kommt ja auch darauf an, du kannst ja verschiedene Programme einstellen. Du das kannst ist es richtig. Ja ziemlich hart massieren lassen, du kannst es auch ganz weich oder vielleicht nur die Füße massieren lassen. Dann ist das ein Traum. Das Schöne ist, wir haben natürlich jetzt hier ein sehr großzügiges und übersichtliches Display für Sie mit dabei. Grundsätzlich starten wir die Maschine ganz einfach, indem wir auf Start drücken und dann läuft so ein gewisses Standardprogramm ab, was ich persönlich schon absolut himmlisch finde. Und ich glaube, ich kann es auch von dir an dieser Stelle ohne weiteres so behaupten. Aber selbstverständlich haben wir unterschiedlichste Massagetechniken mit drin, weil natürlich hier die Geschmäcker der Menschen etwas unterschiedlich sind. Sie sehen hier in diesem Bereich natürlich
natürlich die Einstellmöglichkeiten für die unterschiedlichsten Massagetypen. Sie können in diesem Bereich jederzeit die Intensität, auch die Dauer, die Länge und die Art und Weise der Massage beeinflussen und selbstverständlich über das kleine Steuerkreuz auch jederzeit eine noch etwas bequemere Position wählen. Aus Gründen der Höflichkeit bleiben wir natürlich weitestgehend aufrecht sitzen. Ganz ehrlich, alleine also auch dieses Zurücklehnen, sprich also wirklich in die Horizontale mit diesem Sessel gehen, ist an Luxus kaum noch zu überbieten. Liebe Zuschauer, egal ob wir jetzt hier von einer Klopfmassage sprechen, von einer Knetmassage, von einer Kombination aus beidem oder natürlich auch aus einer Entspannungsmassage und sogar Stretching, das ist alles hier mit diesem Sessel ohne weiteres möglich. Und ganz ehrlich, Sie werden nach einigen Tagen oder nach einigen Wochen, wenn Sie Ihre Lieblingsmassage das ein oder andere Mal genossen haben, ähnlich wie wir auch, anfangen, ein Stück weit zu experimentieren und vielleicht auch einfach mal andere Massagetypen auszuprobieren. Was wäre deine bevorzugte Massage, Caroline? Magst du es eher mit rüttelnden Bewegungen oder eher etwas sanfter? Also ich finde gerade das, was hier läuft, ich weiß nicht, was das ist. Ich habe jetzt ja einfach nur diesen Knopf gedrückt, aber das ist so schön. Das ist einfach... Das ist alles. Das ist so eine Kombination. Jetzt hat es eben gerade so meine Hüfte nach links, nach rechts geschoben. Ja. Also man hat hier wirklich den Ganzkörpereffekt. Und ich glaube, wenn ich hier gleich aufstehe, dann bin ich der entspannteste Mensch, den es gibt. Du wirst dich fühlen wie neu geboren. Ich persönlich habe also auch schon häufiger die Erfahrung gemacht, dass die Verspannungen im Nackenbereich bei mir eigentlich innerhalb von 1-2 Minuten regelrecht verschwunden sind. Ich weiß nicht, offensichtlich irgendwo einen eingeklemmten Nerv oder irgendwie einen verschobenen Wirbel. Auf jeden Fall habe ich gerade im oberen Nackenbereich doch häufig Schwierigkeiten, gerade so im Laufe des Tages. Wenn man natürlich auch viel steht, wenn man auch schon mal gelegentlich eine Stunde am Rechner sitzt, um ein bisschen zu arbeiten, dann kommen dann irgendwann die Verspannungen. Und deswegen ist es nicht nur für mich, sondern natürlich auch für die Kollegen ein absoluter Luxus, hier in diesem Sessel Platz zu nehmen und dann diese unterschiedlichen Massagetypen zu genießen. Jeder kennt das ja. Also nicht der eine hat es in den Schultern, der andere hat es im unteren Rücken oder in den Füßen oder in den Armen. Und wie oft geht man letztlich zur Massage? Du musst erst mal hinfahren, du musst einen Termin vereinbaren. Das ist ja alles irgendwie mit Aufwand verbunden. Ja. Die meisten Leute sind im Stress, müssen immer irgendwas machen. Ne? Man flitzt von A nach B. Und wenn man so einen Stuhl zu Hause hat, das ist ja perfekt. Das kann man abends vorm Schlafengehen machen oder morgens nach dem Frühstück, um wach zu werden. Und vor allen Dingen, also wenn ich so einen Stuhl hätte, ich würde meine Freundin einladen und dann würde ich so eine Massageparty machen oder so. Jeder darf mal eine Viertelstunde in dem Sessel sitzen. Das ist echt toll. Da hast du gerade wirklich genau das Richtige gesagt. Man darf eine Viertelstunde in diesem Sessel sitzen. Und liebe Zuschauer, es ist für jeden hier in der Belegschaft von oder aus der Belegschaft von Pearl TV ein absoluter Luxus gewesen, in diesem Sessel Platz zu nehmen. Ich habe ihn jetzt auch schon einige Male genießen dürfen und trotzdem stehe ich immer sehr ehrfürchtig davor und freue mich auf den Moment, wo ich endlich auf dieses kleine Knöpfchen da drücken darf. Wie sieht es denn eigentlich mit Wärme aus bei dir? Massage ist natürlich eine sehr angenehme und entspannte Geschichte, egal von welcher Massageart wir sprechen. Aber ein bisschen Wärme tut doch auch richtig gut während der Massage, oder? Ich finde, es ist auch ganz, ganz wichtig, dass man dabei ein bisschen gewärmt wird, weil ich kenne das auch von anderen Massagen, da liegt man dann. Der Kreislauf schaltet so ein bisschen runter, ne, fährt runter, man entspannt sich und dann wird einem auch schnell ein bisschen kühl. Also wenn man sich da nicht gut zudeckt, friert man. Und hier in diesem schönen Sessel wird man einfach ganz warm, man ist so eingebettet. Das ist einfach, es ist kuschelig, man friert nicht, es ist leicht gewärmt. Es ist einfach alles, was man für so eine Massage braucht. Oh, jetzt kommt Ruckelmassage. Es ist für mich ehrlich gesagt sehr schön, dich mal ein Stück weit dabei zu beobachten, wie du die Vorzüge dieses Sessels genießt. Denn du erlebst eigentlich quasi genau das Gleiche, was sich auch bei mir in meinem Körper abspielt. Man freut sich quasi, wenn die eine Massage zum Beispiel an der Schulter eingesetzt hat. Ja. Schon was kommt denn eigentlich als nächstes? Genau. Dann packt er auf einmal dann hier die Armmassage mit aus, dann kommt die Fußmassage noch mit zum Tragen. Gerade im Beckenbereich finde ich das ebenfalls sehr, sehr angenehm. Also man freut sich wirklich schon auf das nächste Körperteil, was so richtig regelrecht verwöhnt wird. Da hast du absolut recht. Es wird nicht langweilig. Dadurch, dass es sich immer abwechselt, hat man wirklich so diesen Effekt von, oh, jetzt an den Füßen, jetzt die Waden, oh, jetzt die Schultern. Oh, das ist echt schön. Es wechselt sich ab. Es ist angenehm und es ist...
Das ist einfach toll. Du hast gerade natürlich auch etwas angesprochen, gerade auch die Bewegung der Hüfte. Das Schöne ist, dieser Sessel sorgt natürlich auch dafür, dass du genau in der Position bleibst, die du für eine perfekte Massage brauchst. Ein Masseur würde dir wahrscheinlich sagen, du rutsch doch bitte etwas höher oder dreh dich mal kurz auf die Seite zum Beispiel, um da eben an die entsprechenden muskulären Verspannungen oder auch körperlichen Beeinträchtigungen heranzukommen. Hier sorgt der Sessel allein durch das Aufpusten von zig Dutzend Luftpolstern dafür, dass man immer genau in der richtigen Position bleibt. Und ganz ehrlich, ich habe am Anfang immer gedacht, wie macht dieser Sessel das eigentlich? Ein Körperscan ist eine Sache, aber ich für meinen Teil habe wirklich das Gefühl, der trifft die einzelnen Punkte, die einzelnen Wirbel im Rücken, die einzelnen Muskelstränge, die mitunter auch schmerzen können und bestimmt bei dem einen oder anderen grundsätzlich auch schmerzen, gerade nach einem langen Tag, in einer Präzision, die ich ehrlich gesagt so in dieser Form nicht erwartet habe. Wahnsinn. Das ist irre, oder? Wird gerade mein Kopf massiert. Also das kann man sich wirklich nicht vorstellen. Das ist so schön. Und vor allen Dingen, was ich eben auch toll finde, du musst dich ja bei einer Massage meist immer ausziehen und hier kannst du zu Hause im T-Shirt oder in deinem Morgenmantel dich hier reinsetzen oder in deiner Jogginghose einfach ganz gemütlich im Hausanzug. Und du wirst auch nicht mit Öl vollgeschmiert. Das ist ja, das mag ja auch nicht jeder. Na ja. Das heißt, das ist irgendwie alles so. Ja, es ist super praktisch, es erfordert keine Umstände. Du machst es in deiner Umgebung, ja. Kannst dir noch Musik anstellen oder einen Film gucken. Also das ist fantastisch. Da sprichst du ein Thema an, was ich schon mit einigen unserer Kunden auch diskutiert habe, die eigentlich genau das Gleiche sagt, was wir gerade auch festgestellt haben. Eine Massage ist eine sehr, sehr angenehme Geschichte. Und bitte, wir möchten um Gottes Willen keinem Masseur zu nahe treten. Das sind alles fähige Herrschaften, speziell die gut ausgebildeten Damen und Herren. Aber die Caro hat gerade etwas angesprochen, was ich ebenfalls immer als etwas unangenehm empfinde, wenn ich bei einem klassischen Masseur zu Gast bin. Ich muss natürlich hin, ich bin in einer mir ungewohnten Umgebung. Natürlich ist das nicht für jeden ein Vergnügen, sich dann vor einer wildfremden Person zu entblättern, auf dieser Massageliege Platz zu nehmen. Noch viel schlimmer finde ich aber ehrlich gesagt, nach einer entspannten Massage, nach einer halben, nach einer Dreiviertelstunde, wo sich dann ebenfalls richtig gut fühlt, dann wieder aufzustehen, das dann wieder anziehen, genau. Ins kalte Auto und dann nach Hause, furchtbar. Ist für mich die Entspannung wieder da für ist die Entspannung schon wieder oder? Weg, das stimmt. Ja. Und wenn du hier massiert wirst, stehst du auf, kannst dich aufs Sofa legen oder auf dein Bett legen, noch mal ein bisschen relaxen, das so ein bisschen auf dich wirken lassen und ja, bist zu Hause, du musst dich nicht umziehen, du musst dich nicht anziehen, du bist einfach, wie du sein willst, in deiner Umgebung. Und kannst dich einfach nur wohlfühlen und das richtig schön ausklingen lassen. Jetzt stell du dir als Mama das bitte mal vor, wenn die Kinder dann irgendwann mal im Bett sind und du kommst endlich mal zur Ruhe und atmest das wahrscheinlich das erste Mal am Tag richtig durch. Ich kenn's natürlich auch von meiner Frau. Und dann setzt man sich jetzt nicht einfach nur aufs Sofa und versucht irgendwie dann ein gewisses Maß an Entspannung zu bekommen. Sondern gerade nach so einem Moment, wenn man wirklich so eigentlich bei schon 90% seines Pulvers des Tages verschossen hat, setzt man sich in diesen Sessel, macht sich vielleicht auch noch die Wärmefunktion mit dazu an und dann genießt man diese Wahnsinnsmassage. Aber genau wirklich? Das ist die Entspannung, die man haben möchte, als arbeitender Mensch natürlich, aber eben auch gerade im familiären Bereich. Natürlich. Und ich möchte wetten, dass es da mitunter schon fast ein Stück weit zu Streitigkeiten kommt, wer denn jetzt als Nächster in diesem Sessel eigentlich Platz nehmen darf. Das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Es ist wirklich... Das ist einfach toll. Wir sehen gerade bei dir jetzt auch sehr schön, dass die Klopfmassage hier zum Tragen kommt. Das ist diese leichte Vibration im Oberkörper. Und ich für meinen Teil habe festgestellt, dass sich diese Vibration, die sich natürlich hier jetzt speziell im Nackenbereich aufbaut, eigentlich durch den ganzen Körper weiterzieht, bis in die Füße mit hinein, sodass man wirklich das Gefühl hat, und das ist de facto auch so, dass tatsächlich die ganzen Muskeln, die ganzen Sehnen ausgeschüttelt werden. Ist gleichzeitig natürlich auch ein absoluter Durchblutungseffekt. Und insofern schlägt man hier wirklich mehrere Fliegen mit einer Klappe. Ja, reden wir bitte auch mal, Caro, über das Thema Materialverarbeitung, über das Thema Optik natürlich. Wie findest du dieses Kunstleder, was dort verarbeitet wurde? Ich finde das sehr, sehr geschmackvoll. Ich finde das, es fasst sich toll an. Also ich sitze ja jetzt hier drin und fühle dieses Material. Es ist einfach richtig angenehm. Es ist bequem. Ich finde, es sieht sehr, sehr hochwertig aus. Ich meine, das erwartet man ja auch von so einem Sessel. Wenn ich dieses Geld ausgebe, dann erwarte ich wirklich, dass
das Beste, ja, dann möchte ich nicht irgendwie einen Sessel haben, der so, naja, so einigermaßen ist, sondern da möchte ich genau so ein Produkt haben. Was toll, also hier, man sieht es an den Nähten. Das ist wie in so einem, als ob man in so einem Porsche sitzt oder so. Ja, wirklich. Das ist ein guter Vergleich. Ja, das ist einfach so ein, ja, das ist auch so vielleicht sowas wie so ein Prestigeobjekt. Also ich glaube, wenn man sowas zu Hause stehen hat, dann gucken die Freunde und sagen, ui, das habt ihr euch geleistet? Wow. Ja, definitiv. Also das ist, das sieht man schon, dass das eine Qualität hat, die einfach, ja, die natürlich dann auch ihren Preis hat. Und ich finde dafür, ganz ehrlich, ist es eigentlich geschenkt. Ne? Wenn man wirklich, sich das überlegt, und da gibt es ja hier eine Garantie drauf. Ja. Und also das ist schon ein richtig, richtig tolles Teil hier. Da hast du gerade etwas angesprochen, was ich auch schon von einigen Kunden selber und höchstpersönlich gehört habe, die mir also auch sagt, Mensch, wenn man schon mal das Vergnügen hatte, in einem Audi A8 zum Beispiel Platz zu nehmen, in einem S-Klasse Mercedes, in einem 7er BMW zum Beispiel, also wirklich Fahrzeuge der Luxusklasse, der oberen Klasse, dann ist das ungefähr durchaus vergleichbar mit dem Gefühl, was man hat, wenn man zunächst einmal ohne die eigentliche Massage in diesem Sessel Platz genommen hat. Und übrigens haben wir uns hier bewusst, der Hersteller hat sich hier an dieser Stelle bewusst für Kunstleder entschieden, weil natürlich echtes Leder als Naturprodukt im Laufe der Jahre etwas spröde wird und auch etwas aushärtet. Das kennen Sie wahrscheinlich von Ihrer Lieblingslederjacke. Die wird im Laufe der Jahre auch etwas speckig. Das ist natürlich bei einer Lederjacke oder bei einer Lederhose durchaus gewünscht. Bei so einem Massagesessel ist es vielleicht eher kontraproduktiv, denn natürlich möchte man zwischendurch auch mal mit einem Lappen drüber wischen, um einfach auch die Hygiene zu wahren. Sämtliche mit dem Körper in Verbindung tretenden Elemente im Polsterbereich können natürlich herausgenommen werden und sollten auch zwischendurch ganz einfach mal ausgereinigt werden. Aber gerade das Thema Langlebigkeit ist unserem Zulieferer ein ganz besonderer Faktor. Und deswegen haben wir natürlich jetzt hier auch eine stabile Unterkonstruktion. Das heißt, wir reden nicht von Pressspan, wir reden von einer stabilen Metallkonstruktion. Das heißt, das alleine garantiert schon mal dieses Vergnügen über viele, viele Jahre hinweg. Das hochwertige Kunstleder ist natürlich ebenfalls toll mitverarbeitet. Und der Fertigungsprozess unseres Massagesessels dauert alles in allem ungefähr 2,5 bis knapp 3 Tage, weil da wirklich sehr viel Handarbeit drinne steckt. Und insofern hast du wirklich vollkommen recht, Caroline. Für diesen Preis ist das wirklich ein absoluter Schnapper. Der gleiche Hersteller baut übrigens auch für die VIP-Lounges zum Beispiel am Flughafen diese Sessel, wo schon mal die Stars aus Showfilm und Fernsehen Platz nehmen, wo man normalerweise eigentlich nicht unbedingt den Zutritt zu hat. Und da sind wir natürlich auf einem Niveau unterwegs, wo man vielleicht den Luxus irgendwo gewöhnt ist. Da möchte man sich wirklich mit gar nichts Geringerem zufrieden geben. Und das ist jetzt wirklich der Luxus der oberen 10.000, die wir also auch Menschen anbieten können, die vielleicht nicht unbedingt dazu zählen. Aber es ist wirklich so, du sitzt hier und du hast ein Gefühl von, ja, du bist einfach in einem ganz stabilen, bequem, wunderbar angenehmen Sessel. Also es ist richtig, also man spürt richtig die Qualität. Ne? Selbst wenn man sich damit überhaupt nicht auskennt und gar nicht weiß, wie was hergestellt ist. Aber das sieht man einfach. Das ist wirklich, also das sieht tipptopp aus. Wirklich. Ist natürlich alleine schon von der Optik her wirklich ein Hingucker. Und einen Punkt hast du eben angesprochen, den ich auch ganz gerne noch mal aufgreifen möchte. Das Thema Statussymbol. Ich möchte wetten, du hast auch schon sehr schöne Urlaube gemacht und sicherlich auch sehr viel Geld für schöne Dinge ausgegeben. Ne? Wenn man die Möglichkeiten hat, glaube ich, tut man das. Das Doofe ist nur, und das habe ich mir vor einigen Wochen mal gedacht, wenn man jetzt zum Beispiel viel Geld, und das können gerne mal ein paar tausend Euro sein, für eine schöne Schiffsreise zum Beispiel ausgibt oder auch mal für eine schöne Weltreise, die ja durchaus Spaß machen kann, keine Frage. Aber dann ist der Erholungsfaktor doch eigentlich nach wenigen Tagen nach dem Urlaub fast wieder passiert. Na klar, irgendwann ist die Reise vorbei. Ja, dann kommt man wieder in den ganz normalen Alltagstrott mit hinein. Und spätestens nach 3, 4 Tagen stelle ich fest, dass bei mir wieder der übliche Stress einsetzt, den man normalerweise in seinem Alltag eben hat. Da ist so ein Sessel natürlich jetzt schon mal eine andere Geschichte. Ja, den kaufe ich ja nicht nur für 2, 3 Monate, genau. Da habe ich ja viele Jahre Freude dran. Das ist richtig eine Anschaffung, die eben für Jahre, die für Jahre ist. Das ist ja, das ist ja ein wirklicher ein Luxus, den du dir immer wieder, der quasi abrufbar ist, den du zu Hause hast, der für dich quasi zur Verfügung steht und du kannst es einfach so genießen und morgens und abends und wann immer und du musst nirgendwo hinfahren
Und du hast diese Qualität und du kannst es auswaschen. Das finde ich wichtig, dass man diese ganzen Teile auch abnehmen kann. Ach, jetzt ist mein Programm schon zu Ende. Oh. Waren das jetzt schon 20 Minuten? Das waren schon knapp 20 Minuten, ja. Deswegen sind wir auch jetzt gleich mit unserer Präsentation des Massagesessels an einem Ende angekommen. Wenn du es nochmal wiederholen möchtest, einfach nur den roten Knopf drücken. Einfacher geht es nicht. Und ich möchte Ihnen ganz gerne natürlich noch die beiden in Frage kommenden Bestellnummern gerne mit auf den Weg geben. Leitungen sind frei. Das heißt, wenn Sie bestellen möchten, können Sie gerne jetzt schon Ihre Bestellung durchgeben. Das ist einmal für die Farbe Beige, die NX8041 und die 569. Und dann haben wir diesen Wahnsinns- und wirklich entspannenden Massagesessel natürlich auch in der Farbgebung schwarz für Sie. Also die beiden Modelle, die Sie hier gerade in der Sendung gesehen haben, mit der NX8040 und der 569. Gleiche Technik, in der Farbgebung unterschiedlich von der Optik, aber auch der Preis ist unisono der gleiche. Wir sprechen von 2.350 Euro glatt. Natürlich Porto und Versandkosten frei geliefert. Und innerhalb der nächsten 2, maximal 3 Werktage kann dieser Luxus schon bei Ihnen im Wohnzimmer stehen. Und dann rate ich Ihnen tunlichst, machen Sie die Tür zu und holen sich erstmal das Maß an Entspannung, was Sie so auf diesem Niveau noch niemals erlebt haben. Natürlich gehört zu einer gesunden Entspannung, zu einem ganzheitlichen Wohlbefinden des Körpers, natürlich auch der Seele, hier und da auch einfach mal gesunde Raumluft. Und Caroline, du kennst es wahrscheinlich auch, im Sommer hat man einfach aufgrund der Temperaturen die Chance, mal ein Fenster aufzureißen, auch gerne mal auf Durchzug zu machen, ohne dass man Angst haben muss. Im Winter ist es etwas schwierig, ne? Ja, das stimmt. Und ich koche nun auch sehr gerne. Also ich habe auch so, offene Küche nicht, aber zumindest ist die Tür da nicht drin. Und da habe ich das natürlich auch jetzt im Winter, dann kochst du irgendwas mit Zwiebeln oder Knoblauch. Wenn du das Fenster aufmachst, ist es zu kalt auf einmal. Also lässt es zu, machst diesen Ablüfter an, der über dem Herd ist, der aber irgendwie nicht funktioniert. Es rauscht meist nur und die schlechte Luft bleibt da. Und da ist so ein Gerät toll. Und weißt du was, als ich das letzte Mal hier war, wurde das auch vorgestellt. Und da habe ich mir das gekauft. Und das steht bei mir in der Küche. Und ich bin ein absoluter Fan davon. Alles andere hätte mich gewundert und, jetzt. Ja. Und kann wirklich sagen, dass das funktioniert. Das ist ganz toll. Da gibt es dann so einen Turbo-Knopf, wenn man rechts rumdreht. Da ist dann auf einmal, geht es ganz doll. Also dann wird die Luft halt ionisiert. Also die ganzen Düfte oder Gerüche werden quasi aus der Luft wie, ich weiß nicht, von Zauberhand weggesogen, abgefiltert oder ich weiß nicht, das kannst du wahrscheinlich besser erklären. Ja. Und wenn man diesen anderen, dann kann man den Knopf nach links drehen, dann ist es ein bisschen schwächer und das kann man auch ruhig eine Stunde anlassen. Und wirklich, die Luft ist, also es ist einfach duftneutral. Die ist wie einmal gefiltert, einmal durchgereinigt. Und da hast du gerade einen Punkt angesprochen, der Ionisator, der hier drin ist. Es ist tatsächlich so, dass wir in unserer ganz normalen Raumluft, wenn wir jetzt von einem ganz normalen beheizten Raum sprechen, ungefähr 20% weniger Anionen in der Raumluft haben. Ohne da zu sehr ins Detail zu gehen, ist das natürlich für unseren Körper eher kontraproduktiv. Wir werden müde, wir werden schlapp, wir werden unkonzentriert. Und dieser Luftreiniger sorgt dafür, dass die Luft einfach wieder mit Anionen angereichert wird. Der Grund, warum das ein treuer Begleiter auch in deiner Küche geworden ist, Caroline, ist tatsächlich auch die Zugabe von Ozon in die Raumluft. Denn Ozon spaltet die Geruchsmoleküle, die wir als unangenehme Gerüche empfinden, ganz einfach in die einzelnen Bestandteile, in ihre Atome auf. Und das empfinden wir Menschen eben nicht mehr als unangenehmen Geruch. Schön ist, dass wir eben hier keine Chemie haben, die irgendetwas übertüncht, sondern ganz einfach nur die Luft herausgefiltert wird. Übrigens muss man hier nicht unbedingt extra einen Filter wechseln. Das ist ein elektrostatischer Filter, den man einfach kurz unter fließend Wasser ausreinigt und dann kann das Ganze auch schon weitergehen. Unser Luftreiniger für Räume bis zu 100 Quadratmeter hat die NC5328 und die 569 und liegt bei uns bei richtig deutlich, bei schlanken unter 20 Euro. Schöner Raumduft sollte vielleicht auch und hier nochmal mit dazu und da sollte es nicht unbedingt Knoblauch oder Zwiebel oder Fischgeruch sein. Da darf es gerne mal in Richtung Lavendel oder sowas gehen, oder? Ja, oder Rose. Machst du das gerne mal zu Hause? Einfach mal einen schönen Raumduft, mal um einfach ein bisschen Duft zu verteilen zu Hause? Ich habe zu Hause 2 Raumdüfte, die ich manchmal so versprühe. Ja. Und dann habe ich manchmal auch noch so ganz feine so Duft, so Räucherstäbchen. Ja. Mache ich manchmal so eins an und dann ist so die ganze Wohnung in so einen Duft gehüllt. Und wenn dann Freunde kommen, sagen sie,
aber dir riecht's immer so gut. Ja, es riecht also so ein Stück weit wie Urlaub mitunter. Ja, und man verbindet oder wie, damit immer schöne Erinnerungen. So Spa, Wellness. Ja. Man kann sich so einen schönen Duft in die Wohnung holen. Da hat man gleich ein ganz anderes Gefühl, ganz andere Stimmung. Also, dieser Massagesessel, eine saubere Luft durch unseren Luftreiniger und vielleicht noch einen schönen Duft dazu in Form unseres achtteiligen Raumparfum-Sets, was wir gerade für Sie anbieten, liebe Zuschauer. Von der Meeresbrise über Bambus, grüner Tee, Sandelholz und sind 8 verschiedene Düfte mit dabei. Und das Schöne ist, Sie können es auf einem Einkaufswert von 0 Euro gerne gratis mit dazu bestellen. 48 Rattanstäbchen und dieses kleine Glasfläschchen zum perfekten Verteilen des Raumduftes zu Hause ist natürlich ebenfalls mit dabei. Bestellnummer hier ist die ZU20202. Damit sind wir schon fast am Ende unserer Sendung angekommen und ich glaube, dass wir unseren Zuschauern damit einen sehr, sehr großen Gefallen getan haben. Caroline, ich danke dir für die Begleitung, für die Charmante. Danke dir. Und wünsche Ihnen jetzt noch viel Spaß im weiteren Verlauf.